So, das kennt ihr normalerweise, diesen Anblick. Mein Regal, mein Hintergrund, mein Stuhl, mein PC. Aber die Grafikkarte ist gerade kaputt. Es sind auch keine Bildschirmaufnahmen möglich, ohne Tonaussetzer, ohne Bildruckeln wie Sau. Ich kann momentan nicht streamen, ich kann keine Videos hier schneiden, ich kann gar nichts, ne? Also wie immer im richtigen Leben. Deshalb, das ist gerade tabu. Neuer PC wird irgendwann bestellt, dauert aber wahrscheinlich einen Monat, bis das alles passt. Ich habe die Notlösung gefunden. Adi Schatz, alles Gute. Das ist jetzt die Notlösung. Das ist mein ThinkPad von Lavoo, also Lenovo. Das hatte ich mit im Urlaub dabei und habe da im Urlaub immer Sachen geschnitten. Dauert alles länger, kommt dann immer einen Tag später. Aber egal, das ist die Notlösung, bis der neue PC einsatzbereit ist und alles am Start. So, viel Spaß mit dem Video. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses ist der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch. Es ist wieder Zeit für die Highlights der Woche und den Schocker der Woche und wir müssen uns beeilen, weil der kleine Laptop, der macht so viel Stress. Ich habe gestern so viel zu tun gehabt. Fünf oder sechs Mal musste ich probieren, ein 3-Minuten-Video zu rendern und immer wieder gab es Probleme. Ich hoffe, das klappt in der Raid am Mittwoch-Folge besser. Das heißt, Raid am Mittwoch muss jetzt immer erstmal am Donnerstag kommen, weil ich immer einen Tag brauche, um das irgendwie hinzukriegen. Jetzt aber zu den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Sören auf dem zweiten Account aus der Spezialforschung. 100% Sankabu mitgenommen. Finde ich übelst cool. Habe ich ja im Urlaub auch einen 100er mitgenommen. Habe mich mega gefreut. Dann ist ja gerade das Event zum 8. Jubiläum. Da ist die Rate der Glücksfreunde deutlich erhöht. Denn guckt mal, Erzengel Michael ist lucky geworden. Dann habe ich ein Ticket vom Henry Nicky bekommen. Da habe ich das schlechteste Video der Welt produziert. Das konntet ihr gestern sehen. Mit Bildschirmaufnahme am PC, am kaputten PC. Das war nix. Aber irgendwie hat sich auch gar keiner getraut, was drunter zu schreiben. Dann habe ich das Celebi-Ticket von Ninel bekommen. Danke dafür. Das zieht sich natürlich jetzt etwas. Und das ist ja wieder eine Meisterwerkforschung. Dann Glücksfreund geworden mit Kaisi der Erste, mit Blood Moon, mit Poke Hunter, mit Monolog, mit Linus, mit NetGhost. Beim Tausch mit NetGhost bin ich sogar nochmal mit NetGhost Glücksfreund geworden. Paula Emperor, Glücksfreund. Hier seht ihr, NetGhost der Zweite. Dulispot, Glücksfreunde, Denise, Glücksfreunde, Flex, Glücksfreunde. Das ging Stück für Stück, am gestückelten Stück. Das war richtig genial. Kurizo, so, Bisasam hier beim Alexander Ahringer. Endlich ein 0% Bisasam mit Partyhut. Ich hätte es verschickt, ich sammle eh nichts mehr. Das ist wurscht, hier ist der Patsch. Der ist Glücksfreund geworden. Ab ins Tierheim. Da habe ich erst gedacht, das muss der Schocker der Woche werden. 100% Glücksramoff, das noch hochziehen, das ist fett. Ich liebe dieses Pokémon, ich finde das cool. Nicht nur, dass das so heißt wie ich, ne? Statt Ramon, Ramoff, haha, Ramott. Das ist, ich finde das einfach stark. Erinnert mich an die alten Godzilla-Filme. Ist leider nicht Schocker der Woche geworden. Ab ins Tierheim ja auch noch mit dem Shiny Pikachu aus der Rampenlichtstunde. Koselinchen hier, Shiny Mauzi und Slimer. Die rennen mir irgendwie hinterher. Schon mein sechstes Shiny Schlurp sind wahrscheinlich Shiny geboostet. Wisst ihr was dazu? Schreibt es mal rein. Bei Onyx weiß ich es, beim Rest merke ich es mir nicht. Und die auch ebenfalls Nummer 6. Sechstes, 100%iges Purmel. Das ist cool, weil die sind nicht geboostet. Also die sind halt aus den Quests sozusagen immer. Also aus dieser Belohnung mit Mindest-IV. Aber da 6 Stück ist schon heftig. Hat jemand mehr als 600%ige Purmel, dann schreibt es mal in die Kommentare. Dann haben wir hier letzter Fang aus der Wunderbox. Melmetal bei Kohlemann. Am nächsten Tag aus der befristeten Forschung Shiny Meltan noch mitgenommen. Das war übrigens auch Shiny, genau. Mac Mackie hier mit dem 100% Glücks-Bisasam mit Partyhut. Exkavator. Ich werde den Husten einfach nicht los. Excavator, was für Schocker der Woche. Wollte nur ein Raid machen für den Meteorit und dann das. 100% Shiny Dreckharzer aus dem allerersten Raid als Pokédex-Eintrag. Aber ist ein hässliches Bild, ist ein kleiner Account. Und Schocker der Woche ist trotzdem nochmal was ganz anderes. Ich wollte sogar das Ramoff vorziehen vor dem Rayquaza, aber jetzt habe ich was, das ist krasser als beide zusammen und deswegen coole Sache. 100% Shiny Rayquaza im ersten Raid, aber ist nicht der Schocker der Woche. Immensiens, Schocker der Woche bei mir. Ja, Logok, 100% Glücks-Shinaya mit ihrem 100er Taubsi.
Das erste hat sie aus Versehen verschickt, jetzt hat sie ein neues, hundertprozentiges Taubsi. Gott King Tidon, habe mein Tuska erlöst, da ich noch kein Hunderter hatte. Hier, Hunderter, noch Tuska. Habe Schneckmark aus dem Ei gebrütet, hatte ich auch noch nicht? Jetzt hat er es auf jeden Fall, auch wenn er es schon hatte und vielleicht nicht hatte, keine Ahnung. Kriegt doch auch, glaube ich, nochmal eine Mega-Entwicklung, oder nicht? Oder bin ich jetzt doof? War da nicht was? So. Lichtel, auch aus dem Ei bekommen, in 100%. Heiko, 200%ige, wettergeboostete Ho-Oh an einem Tag. Das ist auch richtig stark. Aber für mich nicht der Schocker der Woche. Nicht mal dieses Shiny Ignivore. Denn das letzte Mal war, glaube ich, Shiny Ignivore, Schocker der Woche oder irgendwas. Das jetzt nicht. Das 0815-Girl hat das Shiny Ignivore gebrütet. Grüße da gehen raus. Annika hat das hier weitergeleitet. Annika selber auf dem Arctos Dani Account, 100er Pichu. 100% Ignivore. Das ist mir doch gleich lieber als das Shiny. Das Shiny kann ja egal welche IV haben. Dann nochmal Zapdos Annika hier mit dem 100er Tornupto. Nasim Bubungus aus der Rampenlichtstunde. Erstes Shiny Bubungus. Zack, mitgenommen. Cumulus. Radfratz Shiny. Chanera Shiny. Ho-Oh. Shiny. Shiggy. Shiny. Pikachu. Shiny. Mankey. Shiny. Smogon. Shiny, Nagelotz, Shiny, geplust beim Lenzhard. Lenzhard, da blicke ich auch jetzt nicht durch. Unerwartet, Pisa Sam, Shiny, okay. Niemals schüchtern ist das Ho-Oh-Oh. Was? Niemals schüchtern? Hat der einen neuen Account, der so heißt? Oder ist es halt nicht schüchtern, meint er damit? Guck dir es an, aber dann Shiny, okay, Ponita, dann, aha, Meltan, Shiny, dann doppelt nicht schüchtern. An der Stelle war ich dann raus und dachte, ihm geht's nicht gut. Er hat einen Schlaganfall, irgendwas muss passiert sein mit ihm. Shiny Meltan auf jeden Fall auch noch mitgenommen. Das wurde unerwartet. 100% Hagen Meltan mitgenommen. Shinux zeigt mir seine Wurst. Wenn ihr mir auch Wurstbilder schicken wollt, dann schreibt es mal in die Kommentare oder schickt sie einfach. Guck dann, welche Wurst ich mit reinnehme und welche nicht. Ramses Schilling. Ich habe es einfach mal mit reingenommen gegen Mega Rayquaza mit dem Pikachu, was auch einfach nur einen Rayquaza Hut auf hat. Fand ich lustig. Baloo, zwei Shiny Rayquaza gleichzeitig hier im Fangscreen. Dann noch ein Radikal aus der Forschung mitgenommen mit Partyhut. Und dann wurde ich angeschrieben von irgendeinem, der hat irgendwas geschrieben. Ich so, okay. Und er so, Bro, bla bla bla, join Ico. Ich so, drink Prime. Er so, for what? Ich so, for hydration. Er so, geh und ess Salz. Und ich, aber ist wohl so der salzige Typ. Ich bevorzuge scharf und würzig. Also heiß und würzig. Hot and spicy, heiß und würzig oder scharf und würzig. Das waren jetzt die Highlights der Woche. Jetzt kommt noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, nicht vom Adi-Schatz mit dem schwarzen Gummimund, sondern von Tobi God King Tidon. So, denke, das ist etwas für den Schocker der Woche. Vergesst das 100er, Ramov in Glücks. Vergesst das 100er, Shiny, Rayquaza. Wir haben hier das 100er, Shiny, Krypto, Raikou. Das müsste vom Logischen her seltener sein als das Rayquaza, weil das Rayquaza ja Mindestwerte von 10, 10, 10 hat. Das Raikou hat aber die Mindestwerte von, was, 6, 6, 6? Da sind also viel mehr Kombinationen möglich. Das muss erstmal ein 100er werden und auch gleichzeitig noch ein Shiny. Und deswegen ist das für mich noch krasser. Und der Schocker der Woche, Tobi, God King, Tidon, 100% Krypto, Raikou in Shiny. Das war's schon von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, kleiner Laptop, bitte lass mich nicht im Stich.